Hier ist wieder kalt. Oh Gott. Okay. Mist. Big day tomorrow, isn't it? Off to Craster's Keep. Assuming you're not too busy looking for your North Grove. I thought you didn't believe in it. Not saying I do. But if it was real, can you trust Cotter with it? You ask me. There's just something off about him. Aside from him being an oily thief, I mean. Like he's holding something back. Cotter's not a bad sort. I trust him. Even after he tried stealing your map? Do as you like. But if we're going out there tomorrow, in the middle of fucking nowhere, I'd want to know who I can trust. Finn, get back on watch until your relief arrives. They're late. You think Mance Rayder is going to wait for them? Right. Asshole. And Tuttle, you've got torches that have gone out. Keep them lit. Let the wildlings know we're still home. Okay. Dann wollen wir mal. Die ist an. Ja, this one's still good. Ja, die hier nicht. Oh, ich habe Angst vor Quicktime-Events wieder. Immer wenn wir mit Ascher spielen, dann weiß ich, oh nein. That's Ironwood for sure. Uncle Duncan brought these from Ironrath. Wonder if I'll ever see it again. If anyone tries coming over the wall, well, those will stop them. Das hätte man aber auch noch dann richtig hinbauen können, oder? Also so ja, wie so Stacheldraht halt. Warum gibt's hier kein Stacheldraht? Hier haben wir noch was. Die Kohlenpfanne. Oh, man could freeze to death up here. Na, Moment, nochmal zurück. Solid ice. This won't be melting anytime soon. Hoffen wir mal, dass es hier den Klimawandel nicht auch gibt, ne? Warte mal. Hier kann ich anzünden und hier. Ich zünde erstmal die hier an. Da kommt jemand den Aufzug hoch. Must hold up the lift. Probably fall apart if it wasn't frozen together. Alles sehr sicher hier. Pig farmer. A 300-mile walk, and you're still in my way. I figured we'd settle things on the way to Craster's, but this is even better. Jon Snow can't hold your hand now. Won't even say hello to your new brother. I did duty to my lord back on that bloody farm. And for doing a proper job of it, what'd I get? Banished to the fucking wall! Never did tell you about your father, did I? Oh God. He bled him at first, like a pig. Seemed only fair he should feel what it's like. Near the end, he could barely breathe. Kept begging us to leave your sister alone. So I made sure he was still alive when she started screaming. It was the last thing your father ever heard.
more we slice, the worse it got. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Temper, temper. Ah, ich hab doch gedacht. Oh, come on now. Too bad your father didn't fight like that. Might still be alive. And I thought you were going to make this easy. Finally getting the hang of it, Tuttle. Stop, damn it! I don't want to fight you. Ich hoffe, das hat jemand gehört. Don't you want to make your father proud? Ich hab's gesagt, das darf ich. Let's see if you scream like you're. You got lucky, pig farmer. You didn't kill my man back at your farm. At least let me have my sword. Keep it interesting. Or are you afraid? Ah! Shit! Na, geh doch runter! Warum geht er nicht runter? Ich bin ein bisschen emotional, es tut mir leid. Ich kann nicht anders, ich kann nicht vernünftig sein. Oh Gott. Der hat unsere Schwester, unser kleines Mädchen hat er gekillt. Let's fucking finish it. That's not a mercy you deserve. Ich wollte es eigentlich nicht so spielen, aber jetzt konnte ich nicht anders. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott, ich hab's echt getan im Let's Play. Was zur Hölle? Oh oh. Finn! Ich Entschuldigung, aber oh, ich hab oft so jetzt aufgestoßen, weil ich gerade so aufgeregt bin. Es tut mir leid. Ja, da ist das jetzt echt passiert im Let's Play. Ups. That's what it! The White Hills have driven them away from the Ironwood Groves. Out of the way! And so they come to us, looking for food. Food we don't have to spare. How can we support an army and retain our position in the north if we can't even feed the people we see before us? It's like the dead of winter's come. And it doesn't look like it's getting better. These are hard times, to be sure. Harder than I've ever seen. But I'll do whatever it takes to get us through it. Well, I hope we can figure something out. As long as the White Hills are in our house, we have to be careful. Come on, you! Let me go! You can't do this! Oh, nein. You're here. Look. Look at this. Did you see what this girl did? She attacked my man like an animal. Bloody bit me. Yeah, now it's her turn. Ja, was hat er gemacht? She's gonna get what she has coming to her. This won't go unpunished. Let go of me. I don't care if she's your sister. She bit your man. How did that happen? What did he do to her? That doesn't matter. It matters what she did. I saw him stealing from our kitchen, and I told him to stop. He laid his hands on me, so I bit him. Bloody wench! I was only doing what had to be done. I warned you not to mistreat my men. Someone will have to answer for this.
Do you hear me? Thieves have to be punished, so your man got what he deserved. He's lucky he didn't get any worse than that. So you've given over your duties to this girl, then? Or can you not control your sister? Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in, yeah, what about the rest of them? It's about time she saw a real lord again and learned proper discipline. Are you afraid of a young girl with all the armed soldiers you what? Have? What? I'm not afraid. I want order. But this house is in a shambles. Ja, weil ihr es gemacht habt. The top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to strike one of my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Wait. Forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure, but my dog. That's how I like to see you, foresters. Obedient servants. He's a loyal member of my house. A man of peace, and he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. You will learn some fucking humility. Or this won't be the last lesson I teach you foresters! Have you no honor? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw men. I'm fine, Roiland, I'm fine. I'll handle this. Even broken, he's twice the man you are. Guter Satz. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester, learn your lesson, and stay down? Roderick! Ich bleib mal liegen. Ich will nicht zu sehr reizen gerade. Ich will nicht zu sehr reizen. Ich bleib lieber liegen jetzt. I said, get down! All the way down. Get up, Roderick! Unsere Zeit wird kommen. Your brother defied Ramsay Snow. He didn't know his place. But we made damn sure he learned. I'll probably have to teach Talia here. Unless you're a good little forester. You learn your place, and stay down. Some forester is going to learn their lesson today. You don't have to do that, Lord Griff. Will it be you? Scheiße. I'll stay down. Es ist gerade vernünftiger, glaube ich, und es ist furchtbar, aber es ist, glaube ich, gerade vernünftiger. In der Halle konnte ich... Scheiße. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. Talia, guck nicht so. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. Come on. Unsere Zeit wird kommen. Unsere Zeit wird kommen. You did the right thing, my son. You had to submit. Aye. A true lord. But we let them win. Ich bin sehr emotional. Ich treffe seltsame Entscheidungen und ich hoffe, es ist für euch okay. Aber bis jetzt ist dieser Spieleverlauf schon spannender als mein privater damals. Tatsächlich. Alter, weiter, ich kann nicht mehr. Das ist einfach nur furchtbar. Und wir wissen immer noch nicht, wer der Verräter ist. Do you see that? He still acts like he rules the house. But he's let his guard down. So, did he get what he wanted? Or did you? At the time, I wanted you to crush him.
I'm just glad you're still alive. Now is not the time to fight. But that time is coming. And if Griff thinks he's won, he won't be ready when it does. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. He promised he wouldn't, and look what happened. I now know that was childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Roderick. I don't care what. That's good. I'm sure a time will come when our house will call upon you to do what's necessary. But that time is not now. And I'm sure the others will do whatever it takes as well. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But... no one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the Foresters will stand tall. We did it. I can't believe it. What are you waiting for? I can't. What? After everything, we just... I can't burn it. Ich will wissen, was dann passiert. Ich habe auch das Messer behalten. Das hatte ich im privaten Spieldurchlauf nicht. Und ich hatte die schlechtesten Enden, die es gibt. Deswegen entscheide ich mich manchmal anders. So, Asher Forrester. Danny! If you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. Nächstes Mal bei Game of Thrones. What have you done, Garrett? Frostfinger is calling for your head. Tell me Britt's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are weak. We have no allies. And Griff claims to be the new Lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to High Point. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the Queen! Fuck you and your Queen! Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Garrett. It's time to go. So, damit hätten wir die Episode 3, also es ist Halbzeit, denn 6 Episoden gibt es bis jetzt. Season 2, Staffel 2 soll ja dann irgendwann kommen. Dazu müsste aber erstmal, das ist im Moment on hold, weil erstmal muss ja Game of Thrones weitergehen und ich denke, ich bin mir sogar sicher, dass wir von Telltale danach die Staffel 2 kriegen. An sich fand ich es eigentlich schon relativ abgeschlossen übrigens. Da kommen wir ja noch zu, dranbleiben lohnt sich trotzdem, da kommt jetzt kein super offenes, obwohl, ich will nicht sagen offenes, ihr werdet sehen. Folge 3, das Schwert in der Dunkelheit. Ich habe mich jetzt teilweise, du und 11,4% Umbrit leiden lassen. Also teilweise will mich auch gar nicht für meine Entscheidungen rechtfertigen. Ich habe mir bei manchen Entscheidungen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Brief, habe ich mir gedacht, ich habe im privaten Spiele-Durchlauf damals wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten bekommen. Ich will manche Sachen schon anders machen und manche Sachen, muss ich tatsächlich sagen, interessieren mich auch. Da entscheide ich mich anders, als ich mich damals entschieden habe. Zum Beispiel habe ich den Brit überhaupt gar nicht leiden lassen, aber jetzt schon. Nein. Wie gesagt, ich habe mich manchmal tatsächlich dann anders entschieden, weil ich entweder eine Chance gesehen habe oder weil ich dachte, okay, das wird interessant, ich will wissen, wie das jetzt ausgeht. Und ich versuche aber trotzdem overall irgendwie ein gutes Ende zu erreichen, aber
Es ist Telltale, es ist Game of Thrones. Ihr wisst ja, ne? Ihr wisst ja. Aber bitte übrigens keine Spoiler in den Kommentaren und auch nicht so, ja, weil du jetzt dich so und so entschieden hast, passiert das und das. Ich möchte selber überrascht werden und ich glaube, die Zuschauer wollen auch selber überrascht werden. So, Dune 51% haben Beskar gerettet oder Beskar, sagt er, glaube ich, immer, ne? Dune 48,9% haben sich Margaery widersetzt und mit Tyrion gesprochen. Ich glaube, das würde ich im Nachhinein ungeschehen machen, weil ich habe ja ganz verplant, dass der ja danach festgenommen wurde. Du und 11,4% haben Brit leiden lassen, bereue ich nicht. Ich habe mich jetzt so oft zurückgehalten, ganz im Ernst, ich habe mich so oft zurückgehalten für meine Verhältnisse. Es musste einfach sein, genauso wie den White Hill Soldaten eins in die Fresse zu geben mit dem Cookie. Es musste einfach sein. Und ich weiß ganz genau, es gibt einige in den Kommentaren, die dann da gesessen hätten, hätte ich das alles nicht gemacht und hätten sich gedacht, ich will den aber, ich will, dass der leide, bla bla. Und ich weiß, dass es nicht richtig ist, obwohl, es ist Game of Thrones. Das ist immer die beste Ausrede. Es ist Game of Thrones. Nee, aber bei dem Brit und so, das hat mich gerade, als er das mit der Schwester gesagt hat, das hat mich irgendwie so getroffen, dass ich, ne, weil ich habe beim Schneiden, habe ich mir die Szene nochmal angeguckt und mir ist es gar nicht aufgefallen, dass sie da hinter dem Haus lag. Ich habe nämlich auf den Hügel geguckt, da liegt doch gar keiner, ne? Und dann erst habe ich gesehen, dass sie hinter dem Haus lag. Und als er meinte irgendwie, wir haben sie, als sie geschrien hat und wir haben nach dem Vater zusehen lassen, sorry, konnte ich nicht. Und ich konnte den jetzt auch nicht einfach da runterschubsen. Ich dachte, ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, ne, lassen wir den doch leiden. Du und 67,6% haben sich Griff Whitehill unterworfen. Das haben tatsächlich viele gemacht. Habe ich damals nicht gemacht. Und ich glaube aber, das hier ist jetzt die bessere Option. Du und 70,3% haben die Eisenholzverordnung behalten. Das ist krass. Okay. Das ist echt die Mehrheit? So, jetzt kommen die Credits, glaube ich. Und nach den Credits, das ist immer so ein bisschen blöd, weil wir keine Musik hier haben. Ich bin jetzt mal ruhig und ich glaube, ich schneide die raus, weil es sind eigentlich immer die gleichen. Und dann geht es jetzt gleich weiter für euch mit der Vorschau. Ich bin so eine Pappnase, das war ja schon die Vorschau. Da war ja, zuerst kam ja die Vorschau. Warte, muss ich mir direkt in meine Notizen hier, so. Ja, das war Episode 3. Ich hoffe, es sind noch ein paar dabei, zwei, drei dabei geblieben, weil ich finde immer noch, es ist ein sehr gutes Telltale-Spiel. Und ich habe ja gesagt, damals, dass es schlampig programmiert ist an einigen Stellen und so. Tatsächlich muss ich das aber jetzt ein bisschen widerrufen, denn ich bemerke jetzt immer mehr, es ist tatsächlich die Steam-Version gewesen, weil hier funktioniert alles wunderbar in der Konsolenversion. Teilweise gab es in der Steam-Version ein paar, zum Beispiel als du mit dem Bogen geschossen hast, da hat sich die Maus, es war wie eine unsichtbare Wand, die konnte ich nicht richtig nach rechts und links bewegen. Und das war ein bekannter Bug. Also es war super buggy auf dem Rechner, viel zu schnell irgendwie portiert, bin ich mir ziemlich sicher. Und die Konsolenversion läuft viel, viel besser. Und was ich immer noch sehr krass finde, ist tatsächlich, dass ich die Steam-Version komplett auf Englisch gespielt habe, weil die gab es nur auf Englisch. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber die gab es dann auf Englisch. Und jetzt hier Konsolenversion auf Deutsch, viel, viel günstiger auch. Ja, bin ich sehr happy. Ich spiele es gerade auf der Xbox One und habe bis jetzt wirklich gar keine Probleme. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit allem weitergeht, mit meinen neuen Entscheidungen vor allem. Also das ist super spannend und hoffe, dass ihr vielleicht mit irgendeiner Entscheidung zufrieden seid. Mit irgendeiner, die ich, ja, ich will einfach nicht so, ich bin ja auch in Life is Strange immer sehr emotional. Und ich will jetzt nicht so, ja, wir können ihn nicht töten, obwohl er unsere Familie brutal abgeschlachtet hat. Aber es ist nicht das Richtige. Ich bin halt so ein Mensch, es ist ein Spiel und ich bin emotional und dann, das heißt aber nicht, dass ich jetzt, wenn jemand sagt, der Erik ist doof, hingehe und den abschlachte. Also nur mal so, ne? Bezieht es nicht auf das reale Leben, bitte. Obwohl manchmal, nein, aber hier ist die Musician. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und als nächstes müssen wir Daenerys erklären, dass wir wirklich ihren Drachen gesehen haben und ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Bis dann. Tschüss.